Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Excuse me, the Pony. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Warte mal, ist das jetzt Krawallghoul oder was für eine Ghoul? Ja. Lady Ghoul, Baby Ghoul. Ah, das ist dann also. Okay, wir haben dann. Wir haben dann also jetzt eben halt schon Krawallghoul überzeugt. Gut, dann tschüss Krawallghoul. Hallo Lady Ghoul. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Ja. Das ist eine tolle Information. So, dann würde ich mal eben halt sagen, dass wir mal halt nach oben gehen. Und, ich sag mal so, wir können hier nach... ich wollte eigentlich nicht nach Kleinwenig, ich wollte auf den Marktplatz. Und dort dann, zum Bellevue. So, und jetzt können wir mal... die Nase ein bisschen verkeimen lassen. Und jetzt können wir auch ein dreckiger, verlauster Straßenkutter wie ich hier rein. Und ich muss es nochmal machen. Bitte. Bitte für den Jingle. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ach, das könnte ich den ganzen Tag machen. Und? Au. So, heb dich doch auf. Oh, Fufu. Verdammte Todesfalle. Todesfalle? Warum hebst du den hier nicht auf? Na gut. Was soll man auch schon von Leuten halten, die auf diesen ältesten Witz der Welt reinfallen? Kommen die ein Lager? So, und hier sind wir. Entschuldigung, ich weiß ja gar nicht, warum ich so lache. Film ab. So sehr ich Fachidioten auch verabscheue, der Hut ist irgendwie lässig. Mega lässig. Denn ein wahrer Lässiger erkennt die lässigsten Sprüche. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht nach Schnabeltier. Willst keine Bissspuren, du im Zwieback? Nimm kein Schnabeltier zum Biwak. Sag mal, das ist so schlecht. Und der Schnabel platt das Schwänzchen, hättest du Lust auf ein Tänzchen? Oh. Dein Anblick ist mir so ein Pläsier. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Oh Gott, nein. Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasets mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Vor allem Musikdatasets. Das ist auch schön. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiere? Die haben wir auch gerade gelesen. Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Da bleibt ja kein Wunsch offen.
Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Oh Gott. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltierpoesie. Das Dämlichste, was ich jemals gehört habe. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtung vortragen. Nein! Muss nicht! Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Nein? Bewegt? Ja, ich auch. Du belieferst auch das Schnabeltier-Restaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Naja, unbewacht. Das wird sich bald ändern. Was meinst du mit unbewachten Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu. Das war... too much information. Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Pürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Ja, also, was soll man dazu noch sagen? Was? Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Eben. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Ja, so schön. Also. Ich sag mal so, wenn man Rufus von unbewachten Nestern erzählt, dann kann man sicher sein, dass man demnächst diese Nester bewacht vorfindet. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Oh Gott. Ich kann es schon, aber es ist so... Es ist einfach falsch. Ah, ja, gut. Gehen wir mal weiter zum Restaurant. Also gucken wir uns erstmal die Karte an. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Warte mal, das wollte ich gar nicht. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. So, danach wollen wir mal die Klinge benutzen. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Hoch der allmächtige Methun, ein kleiner Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Perinos, Parizidur, Lugidum, Parex, Paradur, Extra Käse. Ja, ja. Oh, ist das nicht hier?
da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Ich glaube nichts. Was haben Sie jetzt so lange? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant geht die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer Weiser McFoolo! Unsere Geschäftsführung kann versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Es gibt Szenen, die ich immer wieder sehen möchte. Und das ist eine davon. Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oder? Genau. Und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltier-Club. Hurra! Ich verzweifle. Ich will nicht reservieren. Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ordnungen. Hasurmodena. Konfugios. Lyon. Verdammung. Vorstellung. Oh. Nein, dann sag ich das doch. Hier ist der Kunde wirklich ja, der König. Wirklich. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Das tut mir alles weh. Ich würde gerne etwas mitnehmen bestellen. Ich will ja die Abendkarte. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick. Herr Flatt, nach der Abendkarte, was sage ich Ihnen denn jetzt? Bodestominem, Holidur, Olos, Vento. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Das tut mir wirklich alles weh. Ich liebe diese Gespräche. Wirklich, Leute, Entschuldigung, ich meine, es könnte jetzt übertrieben wirken, aber, oh Gott, ich liebe es zu lachen. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch, suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. So, und jetzt haben wir hier ein Rätsel.
2 Cent, 3 Cent, 4 Cent. Wo leben wir denn hier? Ja, dann würde ich den eventuell gegen einen Kleinbürger tauschen. Nein, gegen einen Großen. Und den Großen kann ich gegen ein Getränk tauschen. Und das kleine Getränk kann ich gegen nichts tauschen. Tauschen wir das auch mal gegen ein Getränk. Mist, da haben wir einen 1 Cent. Na gut, versuchen wir es nochmal. Schäbigen Ranzbürger, zwei Schäbigen Ranzbürger, einen großen Bürger. Aber... Ach so. Ach so, das können wir in beide Richtungen tauschen. Okay, es ist ein interessantes Rätsel. Vielleicht dann eben halt gegen den. Dann gegen das. Gegen das. 1,5 Cent. So, wenn ich das jetzt eben halt gegen ein großes tausche. Das große gegen einen großen Bürger. Die kleinen gegen einen großen Bürger. Dann noch die großen Bürger gegen einen Getränk. Dann das Getränk gegen nichts. Habe ich einmal noch einen Cent. Verdammte Scheiße. Also es ist jetzt wirklich knifflig. Wenn ich das jetzt gegen zwei kleine tausche. Gegen einen großen, dann gegen den großen. Dann gegen den Großen gegen das Getränk und das Getränk und dann das Getränk auf nichts. Bin ich wieder bei 1,5 Cent. Nein. Also... Ein Cent für nichts. Dein Ernst? Vielleicht so? Nee. Ich hab ne Idee. Tausche die beiden gegen große. Danach die großen gegen Getränke. Danach die Getränke gegen einen kleinen. Dann das kleine Getränk gegen den großen. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Wir haben nur noch einen Cent. Das gibt's nicht. Aber die Glückskekse können wir nicht tauschen, ne?
Und wenn wir einen großen Burger bestellen, haben wir nur einen Glückskeks. Oh. Nein. Also, ich will mal den... Nein! Den wollte ich nicht verschwinden lassen. Vielleicht so. Danach so. Und danach so. Danach kann ich den nochmal gegen ein Getränk tauschen. Und dieses Getränk dann... Bin ich bei 1 Cent. Das gibt's doch gar nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Den einen großen Burger, den... Nein, den kann ich nicht tauschen. Dann das Getränk, lasse ich immer kleiner werden. Hallo? Nein, die zwei Burger gegen den großen. Den großen. Nein. Das Getränk. Das ist dann. Hä? Na gut. Dann lasse ich mal das Getränk auch nochmal mal kleiner werden. 1,5. 1 Cent. 0,5 Cent! Nein! Ich hatte es beinahe gehabt. Warte, ich habe eine Idee. Also machen wir es so. Wir müssen es zwei kleine sein. Gegen zwei Burger. Diese zwei Burger eventuell wieder groß. Nach die zwei Bürger klein? Nein. Doch! Fünf. 1 Cent und 0,5. Arg! Das gibt es nicht. Das ist doch. Das ist doch reinste Schikane. Mann.
Oder muss ich das mit einem anderen Burger machen? Klein und dann noch in zwei Burger. Diese zwei Burger in einen großen Burger. Diese Burger in ein Getränk. Und dieses Getränk in nichts. Ja! Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut. Das macht dann 0 Slotti. Hehe, da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Errungenschaft freigeschaltet. Alles mies. Das ist doch schön. So, und jetzt habe ich einen Glückskeks. Auf überhaupt nicht umständlichen Weg. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Miete. Ja, eben. Und wir haben sowieso im Hals immer Glück, aber deswegen bestellen wir nochmal einen Keks. Weil eventuell können wir ihn ja später kaufen. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. So, danach Ei. Ich rühre grundsätzlich nichts ab. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber ja, was denn wohl? Ich rühre grundsätzlich nichts. Vielleicht eine Antenne? Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber ja, was denn wohl? Vielleicht bekommt die Sache dann doch noch in der richtigen Dreh. Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Ja, ich hab's doch immer gewusst, dass du ein Genie bist. Ich rühre ja, gut, du mich auch. Na gut, dann wollen wir mal in die andere Richtung gehen. Vogelhaus. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Zu leer. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Das hat sich ja beinahe gereimt. So, und jetzt haben wir hier Glatzmatz, den Gartentroll. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an? Als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt. Na, muss der Stress genau sein. Siehst du, das ist nur der Stress. Ich meine, der Rache. Okay, der Rache. Ja, genau. Der, Papagei hatte eben halt im ersten Teil ja auch gesagt, so im Schlaf. Rache! Rache! Da würde ich mal überlegen, mein Freund. Ja.